Hallo. Es ist furchtbar aufregend, hier zu stehen. Und es ist mir eine große Freude, die Kategorie bester Darsteller in einer männlichen Nebenrolle, bester männlicher Darsteller in einer Nebenrolle vorstellen zu dürfen. Und zunächst einmal erscheint eine Nebenrolle vielleicht etwas unattraktiver als die des Helden. Weniger Drehtage, weniger Geld, weniger im Bild. Aber man weiß nie, ob eine Nebenrolle nicht auf magische Art und Weise ganz plötzlich zur Hauptrolle wird. Anthony Hopkins war in Schweigen der Lämmer schließlich 16 Minuten im Bild und hat dafür den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Also das geht. Denn wie wir alle wissen, entsteht ein Film dreimal. Einmal wird er geschrieben, einmal wird er gedreht und einmal wird er geschnitten. Und gerade wegen des letzten Punktes lohnt es sich, auch in einer sogenannten Nebenrolle Mühe zu geben. Und der Schauspielerpreis, eine Kategorie, bester Schauspieler in einer Nebenrolle geht an Francis Fulton Smith. Er ist unglaublich wandlungsfähig. Ja. Das ist der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ich bin nicht Francis Fulton Smith, mein Name ist Till Demtrüder. Ich wäre aber heute Abend sehr gerne Francis Fulton Smith. Nicht nur, weil ich heute Abend in seinem Hotelzimmer schlafen darf. Bin mit dem schönen Peugeot hergekommen, genieße diesen tollen Abend hier und dachte eigentlich, es wird ein entspannter Abend für mich. Für den Fall, dass Francis gewinnen sollte, haben wir heute früh miteinander telefoniert und ich als sein Freund, als sein Kollege und wir haben auch dieselbe wunderbare Agentin, Angelika Reuter, die uns sehr beschützt und aber auch sehr für uns kämpft, habe ich heute Abend die Ehre, den Preis für Francis anzunehmen. Ich habe mit Katharina mal gedreht, da war sie 14, da war sie schon grandios. Also ich freue mich sehr, dass Katharina den Preis heute Abend für Francis übergeben darf. Und sag mal übrigens, ein tschechischer Regisseur inszenierte ein französisches Schauspiel. Ach so, verstehe. Ein tschechischer Regisseur inszenierte ein französisches Schauspiel. Ja, perfekt. Francis Fulton Smith. Sehr gut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Jurymitglieder, vielen Dank für die Nominierung zu Franz Josef Strauß in der Spiegel-Affäre. Das ist eine wahnsinnig tolle Ehre für mich. Ich freue mich sehr, dass ihr mich da an der Stelle bedacht habt. Ich wäre gerne bei euch. Leider bin ich derzeit in Athen und bin hier beim Nachtdreh. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Party und freue mich in jedem Fall, dass ich dabei sein darf. Gedachtermaßen. Ciao, alles Gute. Oh.